Anscheinend ist der alte Doc gerade rechtzeitig gekommen. Wie konntet ihr mit einem Druiden und dieser verklemmten Kleinen nur so lange überleben? Niemand ist loyaler als T7. Und ihr solltet meine Jedi-Kollegin bei ihrem Namen nennen. Das sollte keine Beleidigung sein. Ich habe keinen Namen mehr wahrgenommen, seit ich euren gehört habe. Ein paar Dinge, bevor ich mich hier breit mache. Ich bevorzuge es, wenn mein Quartier 5 Grad wärmer ist als der Rest vom Schiff. Ich esse ausschließlich Energiepudding, also brauchen wir den vorrätig. Außerdem brauche ich jeden Morgen 30 Minuten im Erfrischer. Das ist alles. Das war's schon? Ich könnte T7 anweisen, eure Wäsche zu waschen oder euch eine Gute-Nacht-Geschichte vorzulesen. Ich schreibe meine eigenen Gute-Nacht-Geschichten, meine Hübsche. Wenn ihr euch klug anstellt, kommt ihr auch darin vor. Ich habe noch nie ein Schiff gesehen, wo die Krankenstation direkt neben dem Antriebsraum ist. Nicht besonders angenehm. Ich bin schon mit weniger zurechtgekommen. Passt auf euch auf, bis ich alles in Betrieb genommen habe. Ärztliche Anweisung. Soweit, so gut. Jetzt, wo wir ein Team sind, ist es wohl nur noch eine Frage der Zeit, bis die ganze Galaxis gerettet wird. Und einen Urlaub kann man nie früh genug planen, meine Hübsche. Der alte Doc ist bereit, euch an einen besonderen Ort zu entführen, wenn dieser Krieg vorbei ist. Und was werden wir während dieser Auszeit tun? Was werden wir nicht tun? Es ist nicht gut, wenn ihr immer so viel arbeitet. Glaubt mir, ich bin Arzt. Lasst es nicht so weit kommen, dass ich euch Bettruhe verschreiben muss, Schönheit. Außer natürlich, ihr hättet das gern. Ich vertraue euren Instinkten. Ich tue für meine Gesundheit alles, was notwendig ist. Solche Patienten mag ich. Ich empfehle regelmäßige körperliche Vorsorgeuntersuchungen. Ich finde sogar, ihr solltet mindestens einmal am Tag bei mir auf der Krankenstation vorbeischauen. Ich halte mir die Termine frei. Ich muss schon sagen, das ist wirklich ein gemütliches Raumschiff. Ich habe im Outer Rim nie so etwas Bequemes gesehen. Die Leute dort benutzen Steine als Kissen. Und medizinische Versorgung? Vergesst es. Colto könnte genauso gut ein Mythos sein. Die Arbeit als Arzt außerhalb vom Kern ist echt hart. Dann habt ihr eure Karriere nicht auf Balmorra angefangen? Ich wurde auf Raltir geboren und habe meinen Abschluss an der Universität von Coruscant gemacht. Mit Auszeichnung. Ich hätte nach Hause gehen, einen sicheren Job als Arzt annehmen und vor Langeweile sterben können. Aber ich bin ein Mann der Tat. Habt ihr eine Ahnung, wie viele Leute mich schon umbringen wollten, weil ihre Planeten dank mir jetzt eine ordentliche medizinische Versorgung haben? Meiner Erfahrung nach birgt es immer ein Risiko für die eigene Gesundheit, anderen zu helfen. Meine Patienten haben das Glück, dass ich Herausforderungen mag. Die Grenzwelten sind voller Piraten, Schurken und Steuereintreiber. Aber mit dem alten Doc können sie es alle nicht aufnehmen. Nicht jeder braucht ein Laserschwert und Geistestricks, um sich aus einer misslichen Lage zu befreien. Ihr habt eben ganz besondere Fähigkeiten. Schön, dass euch das aufgefallen ist. An eurer Stelle würde ich das Schiff lieber nicht ohne mich verlassen. Ich wusste, ihr würdet kommen. Jedes Mal, wenn ihr in der Nähe seid, steigt die Lufttemperatur um 10 Grad. Ich wusste gar nicht, dass ich so auf euch wirke. Ihr müsst innerlich ja schon lodern, Doc. Noch nicht. Aber die Hoffnung stirbt nie. Wir könnten wochenlang so umeinander herumtänzeln, Schönheit. Aber wer hat schon so viel Zeit? Reden wir Klartext und finden uns damit ab. Wir sind wie zwei Asteroiden auf Kollisionskurs. Wir müssen nur noch kollidieren. Kollision steht unmittelbar bevor. Diese Nackenverspannung schon seit Balmorra. Dank euch bin ich sie los, meine Hübsche. Danke. Auch Ärzte brauchen Leute, die sich um sie kümmern. Ihr würdet euch wundern, wie wenige Frauen das verstehen. Wir beide werden prächtig miteinander auskommen. Und jetzt weg mit euch. Der alte Doc hat zu tun. Ah, das Leben eines Kampfsanitäters. Überstunden, zermürbende Arbeit.
Die Patienten bluten einem die besten Sachen voll. Aber ich will mich nicht beschweren. Nichts ist besser als die Dankbarkeit einer Person, der man gerade das Leben gerettet hat. Doch meine weiblichen Patienten entwickeln immer Gefühle für mich. Manche verstehen ein Nein einfach nicht. Ihr seid ein Mann, dem man nur schwer widerstehen kann. Ich kann nichts dafür, dass ich attraktiv und mit unheimlich viel Charisma geboren wurde. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen. Ich vermute, Jedi haben dasselbe Problem. Eure Bewunderer müssen doch quer durch die ganze Galaxis Schlange stehen. Nur einer von ihnen bedeutet mir wirklich etwas. Der Kerl muss echt Glück haben. Vielleicht könnt ihr ihn mir irgendwann mal vorstellen. Stellt euch nur vor, wie beliebt wir sein werden, wenn wir das Sith-Imperium durch ein schwarzes Loch jagen. An eurer Stelle würde ich schon mal vorschlafen. Ihr kommt ja eine Weile ohne mich aus, oder? Ich muss kurz nach Alderaan rüberhüpfen. Eine alte Freundin von mir wurde von Verbrechern entführt. Sie werden sie töten, wenn ich ihnen nicht das Spice bringe, für das sie mich bezahlt haben. Wie könnt ihr so beiläufig darüber reden? Eure Freundin befindet sich in schrecklicher Gefahr. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Der alte Doc hat alles unter Kontrolle. Ich habe diese Bande vor ein paar Jahren um einen Haufen Credits betrogen. Damit habe ich dann ein Flüchtlingslager auf Alderaan errichtet. Meine Freundin ist dort die leitende Ärztin. Anscheinend haben die Verbrecher herausgefunden, wofür das Geld bestimmt war. Sie haben eure Freundin als Geisel genommen, bis ihr ihnen ihre Credits bringt oder das Spice. Ich ermittle verdeckt für den republikanischen Zoll. Sobald ich das Spice liefere und meine Freundin befreie, übernehmen die guten Jungs. Die Verbrecher kommen ins Gefängnis und meine Freundin kriegt ihr Krankenhaus zurück. Der ganze Plan ist idiotensicher. Das ist sicher schnell erledigt. Das klingt zu gefährlich für euch alleine. Ich sollte mitkommen. Das ist nett gemeint, Süße. Aber es gibt Dinge, die ein Mann allein regeln muss. Diese Verbrecher waren schlauer, als ich dachte. Aber die Geiselunterhändler der Republik haben sie überredet, mich nicht umzubringen. Die waren echt gut. Ich nehme an, die Frau, die ihr retten wolltet, hat auch überlebt. Der alte Doc lässt eine Dame in Not nie im Stich. Meine Freundin ist heil aus der Sache rausgekommen. Wir hatten keine Zeit zu plaudern, aber... Hey, das ist sie auf dem Holo. Wahrscheinlich will sie Danke sagen. Tut so, als würdet ihr für mich arbeiten, ja? Du siehst toll aus, Brudi. Hast du abgenommen? Mir gefällt dein neuer Haarschnitt. 2 Jahre, nicht eine einzige Holo-Nachricht von dir. Und das ist alles, was du zu sagen hast? Du hast mich bei unserer Hochzeit sitzen lassen. Ihr habt mir nie erzählt, dass ihr eine Frau habt. Wir sind nicht verheiratet. Wir waren ja kaum verlobt. Ich dachte, du würdest mich lieben. Auf Ord Mantell hast du mir all diese wundervollen Sachen gesagt. Brudi, Süße. Das waren nette Belanglosigkeiten. Die hättest du nie für bare Münze nehmen sollen. Meine Eltern sind für eine Hochzeit, die niemals stattgefunden hat, extra von Coruscant gekommen. Du widerwärtiger Schuft. Ich wünschte, ich wäre dir nie begegnet. Für den Doc seid ihr zu nervös. Ich kann es ihm nicht verübeln, dass er davongelaufen ist. Ich bin nicht davongelaufen. Ich wurde abgelenkt. Ach, wie kannst du nur mit dir selbst leben? Sieh es von der positiven Seite, Brudi. Du hast immer noch das Krankenhaus, das ich dir gekauft habe. Die Verbrecher haben es niedergebrannt. Sie liebt mich noch immer. Seit der Begegnung mit diesen Verbrechern sind ein paar schöne Erinnerungen wieder hochgekommen. Damals nannten sie mich den Operateur. Ich war für alle medizinischen Belange zuständig. Traumakits, Operationsdruiden, Krankenhäuser. Ich konnte einfach alles besorgen. Einmal war da dieser Hutte, der nach einem starken Beben Medipacks hortete und sie zu horrenden Preisen verkaufte. Ich habe Mandalorianer reingelegt, damit sie seinen Palast angreifen. Gewalt anzustiften scheint mir keine sinnvolle Lösung zu sein. Wie hätte ich sonst an die Medipacks kommen sollen? Ich habe ein falsches Kopfgeld auf den Clan der Mandalorianer ausgesetzt. Mit Unterschrift des Hutten. Sie haben es dank meiner Wenigkeit zufällig erfahren.
Die Mandalorianer griffen den Palast des Hutten an, das ging ruckzuck. Rein zufällig war ich auch da und konnte die Medipacks des Hutten rausholen. Ihr hättet bei diesem Alleingang umkommen können. Versprecht mir, dass ihr mich mitnehmt, wenn ihr wieder so etwas Verrücktes tut. Klar. Dafür brauche ich keine Mandalorianer. Dank einer anonymen Spende erhielt jedes Krankenhaus im Katastrophengebiet Behandlungsmaterial für seine Patienten. Tausende Leben wurden gerettet. Aber das war nur Kleinkram verglichen mit dem, was wir tun. Wenn wir die Galaxis retten, bleibe ich nicht anonym. Es ist viel zu ruhig auf diesem Schiff. Nichts gegen die anderen. Aber ihr seid hier die Einzige, mit der man ein gutes Gespräch führen kann. Natürlich ist Reden nur eine von euren vielen Fähigkeiten. Ich habe viele natürliche Begabungen. Ich kenne bislang nur zwei davon. Ihr haltet mich hin, Schönheit. Wir haben nicht viel Freizeit. Es wäre eine Schande, wenn wir sie nicht nutzen würden. Mein Terminplan ist übervoll. Ich brauche schon eine sehr gute Ausrede, um etwas abzusagen. Nein, ihr braucht nur mich. Wir werden immer besser. Aber wie heißt es so schön? Übung macht den Meister. Ich bin beschäftigt. Ihr müsst einen Termin ausmachen. Ihr klaut mir meine Sprüche? Das ist aber nicht fair, meine Hübsche. Kommt wieder, wann immer ihr wollt. Je eher, desto besser. Nicht zu fassen! Bei der Gesundheitsbehörde der Republik gibt es offenbar keine Standards. Mit dem neuen Leiter habe ich Medizin studiert. Der Kerl ist ein Schwachkopf. Er kann ein Vibroskalpell nicht von einem Kauter unterscheiden. Er hat die Abschlussprüfung gerade noch so geschafft. Wie kann er der oberste Mediziner der Republik sein? Wenn es stimmt, was ihr sagt, darf er diese Stellung nicht behalten. Wir sollten uns an die Behörden wenden. Aber die Behörden haben ihn doch eingesetzt. So läuft das immer. Die wahren Ärzte gehen raus und retten Leben. Die Idioten bleiben auf Coruscant und werden befördert. Der Kerl hat einen Impfstoff gegen die Sabra-Kopfhautnekrose entwickelt. Na wenn schon! Das hätte ich auch gekonnt. Ich hatte nur keine Zeit dazu. Ihr rettet die gesamte Galaxis. Und mich haltet ihr auch am Leben. Klar. Nur weiß das niemand. Ich dümple in heldenhafter Bedeutungslosigkeit dahin. Eins sage ich euch. Genug ist genug. Das war's mit dem netten Herrn Doktor. Die Galaxis wird erfahren, wie ein echter Arzt aussieht. Ich muss eine Krankheit finden, die ich heilen kann. Etwas richtig Unangenehmes. Der alte Doc war schon immer mehr Liebhaber als Kämpfer. Aber seit ich euch kenne, haben sich meine Fähigkeiten deutlich verbessert. Es ist nicht einfach gut auszusehen, wenn man neben einem Jedi kämpft. Aber ich weiß jetzt, wie es klappen wird. Ihr seid umwerfend, selbst wenn ihr nur so dasteht. So bin ich nun mal. Ich rede von Können, meine Hübsche. Wenn wir das nächste Mal vom Abschaum der Galaxis umzingelt sind, wird es ihnen leid tun, dass sie mich getroffen haben. Jedes Mal, wenn ich denke, ich hätte alles gesehen, zeigt mir die Galaxis etwas Neues, Verrücktes. Im aktuellen xenomedizinischen Journal steht, dass Wookies mehrere hundert Jahre alt werden können und lebenslange Partnerschaften eingehen. Wie sind sie dazu fähig? Das ist unnatürlich. Ihr habt also nicht genügend Durchhaltevermögen, um mehr als ein paar Wochen bei einer Frau zu bleiben? Es geht nicht um Durchhaltevermögen, meine Hübsche. Es geht um Enthusiasmus. Man sollte immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich werde immer hungrig, wenn ich mich mit den neuesten medizinischen Daten beschäftige. Und ich esse nicht gern allein. Was haltet ihr davon, einen Happen zu essen, Schönheit? Ich hatte etwas anderes im Sinn, aber wenn ihr euch nicht danach fühlt... Der Happen kann warten. Ich schwöre, jedes Mal, wenn wir zusammen sind, ist es anders. Ihr wendet doch keinen Jedi-Geistestrick bei mir an, oder? Würdet ihr euch aufregen, wenn ich jetzt Ja sage? Klar. Ich meine, nein. Ich weiß nicht. Macht ihr es jetzt gerade? Antwortet nicht. Das war... interessant. Ich meine, gut. Ich habe Hunger.
Hoffentlich hat Sergeant Rust noch was von dem Energiepudding übrig gelassen. Dieser verrückte Soldat ist alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir sehen uns. Es kann doch nicht so schwer sein, eine schreckliche Krankheit zu finden, die ich heilen kann. Aber alle Guten sind schon weg. Alles, was übrig ist, sind peinliche Sachen wie botanische Unterfäule oder Krankheiten, deren Behandlung Jahrzehnte dauert. So viel Zeit habe ich nicht. Selbst wenn ihr niemals eine Krankheit heilt, werdet ihr für mich immer der größte Arzt der Galaxis sein. Das ist süß. Nicht hilfreich, aber süß. Das wird mich nicht aufhalten. Ich werde eine wichtige Krankheit heilen, selbst wenn ich sie selbst erschaffen muss. Eigentlich ist das gar keine schlechte Idee. Die Galaxis braucht keine neuen Krankheiten mehr, Doc. Das schadet doch nicht. Ich würde sie ohnehin sofort heilen. Schön, dass ihr vorbeigeschaut habt, aber der alte Doc muss nachdenken. Ihr solltet meditieren gehen oder euer Lichtschwert putzen, was auch immer. Endlich hat der alte Doc mal Glück. Ich hatte ein Hologespräch mit dieser entzückenden Ratataki, die ich von Hutta kenne. Eine tolle Gelegenheit, etwas Bedeutendes zu heilen. Entzückende Ratataki, was? Klingt, als hätte ich Konkurrenz. Bevor ihr aufgetaucht seid, hat sie mir den tollsten Nachmittag meines Lebens beschert. Aber keine Sorge, da läuft nichts mehr. Der alte Arbeitgeber meiner Freundin ist der Boss eines Huttenkartells, ein gewisser Nemro. Er hat sich mit einer unheilbaren Krankheit angesteckt. Sie frisst ihn buchstäblich bei lebendigem Leib auf. Bisher konnte niemand Nemros Krankheit heilen. Auf den Arzt, der sein Leben retten kann, wartet eine fürstliche Belohnung. Das ist meine große Chance. Ihr habt nie erwähnt, dass es euch um Geld geht. Die Credits sind nur eine Draufgabe. Der eigentliche Lohn ist, dass jeder Hutte von hier bis zum Tiefkern von mir reden wird. So wie es aussieht, habe ich damals auf der medizinischen Fakultät diese Krankheit studiert. Es gibt eine experimentelle Behandlung, aber die wurde nie ausprobiert. Zu gefährlich. Aber ich habe mir gedacht, wenn es einen sicheren Ort gibt, um mit toxischen Chemikalien zu experimentieren, dann ist es ein Jedi-Raumschiff. Das macht euch doch sicher nichts aus. Sagt mir einfach, dass ihr wisst, was ihr da tut. Also, so gut solltet ihr mich doch mittlerweile kennen. Abgesehen davon habe ich die Lösung schon vor Stunden gemischt und das Schiff ist noch intakt. Und jetzt lasst dem alten Doc Platz zum Arbeiten. Ich muss Medizingeschichte schreiben. Die Formel des Mittels ist fertig. Und zum Glück ist Nemro nur noch die Hälfte des Hutten, der er einmal war. Meine Freundin ist schon unterwegs, um zu helfen. Sitzt meine Frisur? Und bin ich passend angezogen? Für die Geschichtsbücher sollte der alte Doc möglichst gut aussehen. Ihr werdet als gut aussehender Mann in die Geschichte eingehen. Sicher, sicher. Aber was ist mit schneidig und intelligent? Stark und doch gefühlvoll. Das ist es, was die Leute von einem Arzt erwarten. Wenn ich Nemros Leben rette, werden sich die Holo-Journalisten um mich reißen. Oh, da kommt sie! Wen haben wir denn da? Diese neue Tätowierung ist toll, meine Hübsche. Schicke Kanone. Bringen wir es hinter uns. Ich mag es nicht, die Geisel zu spielen. Erst recht nicht für euch. Ich muss sicherstellen, dass Nemro mich nicht für sich allein behalten will, sobald ich ihn geheilt habe. Hutten verwechseln Dankbarkeit oft mit Entführung. Nemro hat eine Schwäche für meine Freundin hier. Ich bezahle sie, damit sie als meine Geisel hier bleibt, während ich nach Hutta fliege. Brillant, was? Was kostet eine professionelle Geisel denn heutzutage so? Sie rechnet pro Minute ab. Und ist jeden Credit wert. Bleibt ihr ruhig hier, während ich mich um das Geschäftliche kümmere. Ich bin bald wieder da. Wie wäre es mit einem Kuss als Glücksbringer, bevor ich zum wichtigsten medizinischen Spezialisten seit Koreis Wanda werde? Wenn ihr wieder da seid, kriegt ihr etwas viel Besseres als einen Kuss. So schickt man einen Helden los. Nemro wird so gesund sein wie ein Rancor in einer Fleischfabrik. Sonst will ich nicht mehr Doc heißen. Lasst euch eines sagen. Jedes Mädchen darf sich eine Unbesonnenheit leisten. Der Doc zählt für zwei.
Wenn ihr eine Geschichte zu erzählen habt, bin ich ganz Ohr. Nichts, was ihr nicht schon selbst herausgefunden habt. Wie dem auch sei, genug geplaudert. Gibt es in diesem Rostkübel irgendwas Ordentliches zu essen? Ich bin am Verhungern. Ich habe es geschafft! Nemro wird leben! Die Krankheit ist geheilt! Er regeneriert bereits verlorenes Gewebe und Organe. Wunderbare Neuigkeiten. Ich kann gehen. Es war unterhaltsam. Wollt ihr denn nicht hierbleiben und mit uns feiern? Nein. Ihr habt heute großartige Arbeit geleistet und eine unheilbare Krankheit geheilt. Ihr habt ein Leben gerettet. Noch besser. Ich habe ein berühmtes Leben gerettet. Das ist genau die richtige Geschichte für das Xenomedizinische Journal. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Ich werde euch bei den Danksagungen in meinem Artikel erwähnen. Sogar ganz oben. Das ist der schlimmste Tag in meinem Leben. Irgendein blöder Kopfgeldjäger hat Nemro den Hutten getötet, bevor das Xenomedizinische Journal ihn untersuchen konnte. Sie können nicht bestätigen, dass meine Behandlung funktioniert hat, weil Nemro nur noch ein Haufen Schleim war. Es gibt keinen Beweis, dass ich ihn gerettet habe. Jemand hat Nemro ermordet? Das sind schreckliche Neuigkeiten. Mir braucht ihr das nicht zu sagen. Meine ganze Karriere hing von ihm ab. Mir bleibt nur die Hoffnung, dass noch jemand an dieser Krankheit erkrankt und ich ihn heilen kann. Aber wer weiß, wann das passiert. Diese Krankheit ist selten. Es könnte Jahre dauern, wenn nicht Jahrzehnte, bevor ich es wieder versuchen kann. Ich weiß, wie ihr denkt. Denkt nicht mal darüber nach, jemand anderen mit dieser schrecklichen Krankheit zu infizieren. Ich bin kein Monster. Ich würde nur einen abgeschwächten Stamm verwenden. Wisst ihr was? Das Xenomedizinische Journal kann von mir aus in einem schwarzen Loch verschwinden. Ich fange einfach mein eigenes Journal an. Ich hatte genug medizinische Abenteuer in den letzten Jahren, um eine ganze Bibliothek zu füllen. Und ich werde allen davon berichten. Gut. Euer Wissen wird die Galaxis zu einem besseren Ort machen. Und wenn ich gleichzeitig ein bisschen berühmt dabei werde, ist das auch in Ordnung. Ein Holonetz-Journal zu veröffentlichen wird nicht einfach. Ich werde Rekorder brauchen, Lektordroiden und einen richtig guten Sprecher. Das wird nicht billig. Ich werde für meine Dienste eine Bezahlung verlangen müssen. Ihr versteht das sicher. Ich bin durchaus gewillt, in eine sinnvolle Unternehmung zu investieren. Ich brauche nur ein paar Millionen Credits für den Anfang. Seht, was ihr tun könnt. Wenn jemand verrückt würde, könntet ihr das mit euren Jedi-Kräften erkennen? Ich wünschte, das wäre so. Das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Die Sache ist die, ich habe über jemanden nachgedacht. Eine Menge. Sie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist nicht normal. Wenn dieser jemand nicht gerade jetzt in diesem Raum steht, sollten wir dieses Gespräch eher nicht führen. Als ob ich Zeit hätte, mich mit einer anderen zu treffen. Ich möchte nicht der Einzige sein, der durchdreht. Meint ihr, sie fühlt vielleicht dasselbe für mich? Sie kommt immer wieder zurück, obwohl sie es eigentlich besser weiß. Das kann nur eins bedeuten. Normalerweise würde ich euch ja küssen, wenn ihr sowas sagt. Aber ich will das hier nicht vermasseln. Es gibt einen Grund, warum wir es nie bei einem Kuss belassen. Ich warte immer darauf, dass das langweilig wird. Aber es bleibt einfach spannend. Das ist merkwürdig. Jetzt, da die Galaxis wieder eine Zukunft hat, sollte der alte Doc vielleicht etwas über diese Zukunft nachdenken. Und darüber, wer Teil von ihr sein könnte. In Ordnung, ihr habt gewonnen. Hier ist mein Angebot. Ich bin gut aussehend, klug und charmant. Ich bin ein großartiger medizinischer Spezialist, der sich für wohltätige Zwecke engagiert. Ich habe vollkommen aufgehört, andere Frauen anzusehen, was eigentlich physisch unmöglich ist. Was ich damit sagen will, ist, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch liebe. Dieser Krieg könnte noch ewig andauern, aber das ist keine Entschuldigung, nicht zu heiraten.
Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade gesagt habe. Wie es das Schicksal will, seid ihr der Einzige, auf den ich wirklich zählen kann. Es ist mir egal, was im Kodex der Jedi steht. Ich liebe euch und ich will, dass wir zusammen sind. Puh. Einen Moment lang hatte ich Angst, ihr würdet vielleicht sagen. Und ich müsste später nochmal fragen. ZGR! Schwing deinen polierten Hintern hierher! Wir haben das Startsignal! Ich bin ZGR 80. Zeremonien, Gala und Ritualdruide. Sie können mich ZGR nennen. Sollen wir mit der Zusammenführung beginnen? Wir lassen uns von einem Droiden vermählen? Das ist verrückt. Nein, das ist perfekt. ZGR wird die gesamte Zeremonie aus seiner Datenbank löschen, wenn wir fertig sind. Ihr werdet niemals Ärger bekommen, weil ihr die Regeln der Jedi verletzt habt. Bitte halten Sie sich an den Händen, während ich die Worte der Bindung verlese. Es gibt in der Galaxis keine stärkere Macht als die Liebe. Die Liebe unterstützt, nährt und beschützt. Ohne die Liebe wäre die Galaxis kalt und leer. Das Band zwischen ihnen verleiht den Sternen Feuer und löst die Dunkelheit auf. Nehmen Sie diesen Mann als Ihren Ehemann an, um ihn bis ans Ende Ihrer Tage zu ehren? Das tue ich. Jetzt und für immer. Nehmen Sie diese Frau als Ihre Ehefrau an, um sie in Wort und Tat zu ehren? Definitiv und für immer. Sind wir schon verheiratet? Ihre Liebe möge alle Zeit, Entfernung und Hindernisse überdauern. Die Worte der Bindung sind gesagt. Sie dürfen sich jetzt küssen. ZGR, sei ein guter Droide und schalte dich selbst ab. Wir werden dich bei unserem nächsten Halt absetzen. Bitte tun Sie das. Ich soll in 3 Tagen ein rhodianisches Erntefest abhalten. Rhodianer erwarten Pünktlichkeit. Dann ist es jetzt soweit. Ihr und ich, für immer zusammen. Das Beste an schnellen Hochzeitszeremonien ist, dass man gleich zum interessanten Teil kommen kann. Und genau deswegen liebe ich euch. Seltsam. Dieses Gefühl, das ich immer hatte, wenn ich einen Patienten gerettet habe, es ist weg. Wenn man erstmal die Galaxis rettet, verliert alles andere an Bedeutung. Ich meine, wie viele Ärzte können von sich behaupten, dass sie 1 Quadrillion Leben gerettet haben? Ich denke, ich bin der Einzige. Bisher haben auch noch nicht viele Ärzte einen Jedi geheiratet. Das ist eine ganz andere Art von Nervenkitzel. Die Sache ist die, hättet ihr mich nicht auf diese Reise mitgenommen, hätte ich was verpasst. Ich weiß das zu schätzen. Um die Wahrheit zu sagen, ich biete euch und jedem, den ihr wollt, meine medizinischen Dienste an. Kostenlos und ein Leben lang. Das ist sehr großzügig. Vor allem, wenn man bedenkt, in wie viel Schwierigkeiten wir geraten. Ihr geht eine große Verpflichtung ein. Und wenn ich daran gedacht hätte, bevor ich den Mund aufgemacht habe, hätte ich vermutlich das Wort kostenlos weggelassen. Ich habe mir auch überlegt, wie wir Kinder haben können, ohne es jemandem erklären zu müssen. Diese Roben, die ihr Jedi tragt, sind ziemlich weit. Ich wette, man könnte einen kleinen Doktor darunter verstecken. Ich würde gerne eine richtige Familie mit euch gründen. Ich werde ein großartiger Vater sein. Denkt nur mal daran, was ich den kleinen Rackern alles beibringen kann.